Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Ja, die letzte Folge war ein paar Minuten kürzer, weil ich jetzt nur noch genau 30 Minuten habe, bis mein Termin beginnt. Und deswegen wollte ich nochmal, also es wird wieder eine, schauen wir mal, wie lange die Folge wird. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie storytechnisch ich plötzlich eingesperrt werde. Naja, wir haben hier Big Jim. Wir sind ja dabei, wir laufen die Generäle gerade ab. Obwohl, eigentlich möchte ich eine andere Quest gerade mal machen. Wir sind ja dabei und, um ehrlich zu sein, pinkeln unserem großen, tollen Duke so ein bisschen ans Bein. Wir haben den schon ausgeraubt und jetzt schauen wir mal, ob wir uns die... Also, seine persönliche Kiste haben wir uns schon unter den Nagel gerissen. Und jetzt schauen wir mal einfach mal, was das mit den Granatenkisten auf sich hat. Wo die denn hier so liegen. Und... ob wir die denn wohl bekommen können. Weil der läuft nämlich durch die Gegend. Wo sind die denn? Da ist eine Granatenkiste. Okay. 1, 2. Ist denn die dritte? 2. Ich schaue mich hier nur um. Keine Sorge. Alles gut. Da ist die geheime Sprachaufnahme. Sie wissen doch, General. Ein Gefallen für einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben. Aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Die ZAAU, okay. Ziemlich aufregend arrogante Kiste. Nein, keine Ahnung. Rückenprobe. Haltet den Dieb! Oh Mist. Oh Mist. Ja, sorry, dass ich immer lade und so weiter, aber das Sie ist so wissen doch, General, meins, ein Gefallen solche für Spiele einen Gefallen. Wir haben Ihnen die ZAAU gegeben, aber die Forschungsergebnisse lassen auf sich warten. Ist das echt so, Billo? Okay. Na gut, wenn ihr meint, dass das nicht schwerer sein muss, dann ist das völlig okay für mich. Es ist hell plötzlich. Hui. Ich meine, da kann ich jetzt auch nichts für. Die Kiste da mit den Schlossnacken, können wir das eigentlich? Können wir eigentlich zwei? Berserker Geschick. Bücherwurm Handwerk. Schlossnacken plus 1, okay. Haben wir dann jetzt damit zwei Schlossnacken? Ich frage jetzt für einen Freund. Das kann eigentlich nicht weit weg sein. Wo war das denn? Handwerk. Schlösserknacken 2 von 3. Okay, dann muss ich nochmal kurz in den Keller. Sorry. Tut mir leid. Aber ich speichere mal ab, damit wir die Granatenlieferung uns schon mal zumindest unter den Nagel gerissen haben. Ich weiß, es ist ein bisschen durcheinander, wie ich spiele, aber mein Gott. Das ist halt so. Ne? Guck mal, jetzt steht er hier, ne? Als ob er es weiß, die Sau. Oder was heißt, als ob er es weiß, ne? Wo war jetzt die Kiste? Alter, Entlassungsliste, okay. Aber das ist so dunkel hier unten, das finde ich nicht gut. Da ist die Kiste. Das war wohl nichts. Warte. Mein Gott. Zwei ist nicht einfach. So. Zu einfach. Zu einfach? Okay, wir haben nur einen Dietrich zerstört. Schwere Armbrust. Kann ich die tragen? Ich kann die tragen. Die Bolzen natürlich auch. Wunderbar. Der Mensch, der hier auf das Waffenlager aufpasst, ist ein wahnsinnig guter. Den würde ich befördern, der kann das. Ich glaube, ich bin gar nicht so viel näher dran, wenn ich von hier aus laufe. Aber egal. Von hier aus kenne ich den Weg zumindest. Eine schwere Armbrust. Da steht jetzt auch nicht dran, dass sie irgendwie...
geklaut wurde oder so, ne? Ich mal auf 6. Wie viel macht die denn? 39 Schaden? 46? Okay. Einfach aus Möglichkeit, ne? Oh, nein, wie kann ich denn nochmal Munitionsarten wechseln? Einfach nochmal auf 6? Ne. Irgendwie konnte ich doch Munitionsarten nochmal wechseln. Warum ist das rot? Achso, das ist einfach nur so rot. Alles gut. Optionen, Tastatur, Tastenbelegung. Zielaufschaltung, okay. Fernkampf, Waffenmodus F, okay. Spike. Oh ja, Spike ist einer der vertrauensvollen Menschen. Gut. Nö, alles klar, wir haben eine neue Waffe. Ist doch mal was Feines. Ich weiß, wir machen hier nur Quatsch. Aber es ist halt das Outlaw-Lager. Hier muss man tatsächlich eigentlich nur mal kurz rein, sich das anschauen und dann kann man auch wieder raus, wenn man will. Klar. Gut, erhaltene Konservendose. Danke sehr. Ja, und deswegen nehme ich das alles auch nicht so eng, wenn ich hier jetzt Häuptling Langfinger mache und alles mitnehme, was mir das Spiel mitzugeben hat. Weil, man kann auch mal das so betrachten, ich habe sehr, sehr viele Devisen hier gelassen. Also ich habe extrem viel Elex aufgesammelt und überall aufgesammelt und das dann hier ausgegeben. Ne? Also, da. Ich habe deine Granatenkisten. Hervorragend. Gib sie mir. Na dann, wie versprochen. Was möchtest du haben? Was? Wenn du Kohle willst, könnte ich dich bezahlen. Oder ich gebe dir ein paar der Granaten ab. Allerdings könnte ich dir auch meine Granaten billiger verkaufen. Also, was soll's sein? Ach, bezahl mich einfach. Ich weiß nicht, mit Granaten, da bin ich, glaube ich, zu unbedarft für. So, bezahl mich einfach. Bezahl mich einfach. Alles klar. Hier hast du ein paar Splitter. Es war mir eine Freude, mit ihnen Geschäfte zu machen. Dito. Dito, Dito. 200 ist natürlich nicht viel, aber das haben wir uns redlich verdient. Wir schauen uns mal an, was Big Jim jetzt zu sagen hat. Das wollte ich mal so eben kurz machen zwischendurch. Big Jim. Moin. Big Jim, darf ich Big Jim nennen? Das ist die Arena hier, ne? Ich spreche mal ab. Hey, du da. Ich habe einen Job für dich. Klar. Du gehst jetzt und besorgst mir aus der Bar einen ordentlichen Schluck. Nein, warte. Besorg mir lieber etwas Anständiges zu fressen. Aber komm nicht mit einer Dose Bohnen angeschissen. Ich kann dir eine Dose Bohnen dahin scheißen. Bezahl mich, dann mach ich's. Bezahl mich, dann mach ich es. Bezahlen? Setz deine Kackstelzen in Bewegung, aber ein bisschen plötzlich. Ich sagte, bezahl mich. Reiß die Klappe nur nicht zu weit auf, sonst mache ich aus dir einen Fußabtreter. Ich bin einer der besten Kämpfer, die Tavar zu bieten hat. Also ist diese Gefälligkeit die Möglichkeit für dich, dich mit mir gutzustellen. Vielleicht lasse ich dich dann auch in Zukunft für mich arbeiten, wenn alles nach Plan verläuft. Wenn alles nach Plan verläuft? Ich habe übrigens vergessen, den Ring anzuziehen gerade, ich weiß. Ah, welcher Plan denn? Welcher Plan? Na, was wohl? Schon sehr bald sitze ich am Drücker. Der Du kann schließlich nicht ewig das Kommando haben. Ist das so? Natürlich. Er glaubt vielleicht, mit der Entmachtung Baxters ist es getan. Aber die Rechnung wird nicht aufgehen. Du willst also den Duke entmachten? Du willst also den Duke entmachten? Sagen wir einfach, ich wäre ein besserer Anführer als er. Meinst du? Ich denke auch schon darüber nach, die Anzahl meiner Anhänger zu vergrößern. Ein paar unterbezahlte Banditen reichen sicher aus. Aber genug davon. Und spar dir das mit dem Fressen. Typen wie dich will ich doch nicht in meinem Gefolge. Hä? Ich hätte ihn dort geholt. Naja, wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Wie kommst du darauf, dass du ein besserer Anführer wärst? Weil ich die größeren Eier habe. Oh, das ist schlecht. Mich interessieren neben dem Alkohol und unserem Stoff noch andere Dinge. Ich würde vor allem endlich einen offenen Krieg führen.
Wir haben genügend Sprengstoff und Männer, um die Alps mitsamt der anderen Gemeinschaften von diesem Planeten zu fegen. Aber stattdessen sitzen wir hier herum und tun gar nichts, außer saufen, fressen und rumhuren. Wenigstens ein paar Granaten könnte der Haufen herstellen. Ich sehe eigentlich an diesem Saufen und Fressen und Rumhuren. Okay, das mit dem Rumhuren weiß ich nicht. Aber das Saufen und Fressen ist okay, oder? Naja, Handwerk 3, hier. Die Herstellung überlässt man besser denen, die Ahnung davon haben. Die Herstellung überlässt man besser denen, die Ahnung davon haben. Wieso? Weil ein fehlerhafter Schlagzünder eine verheerende Wirkung haben kann. Schlag was? Du lässt besser die Finger davon. Du könntest die Teile hier ja mal überprüfen. Ach, weißt du was? Behalt sie ruhig. Toll. Hier hast du übrigens kaputte Granaten. Mann. Rechtags. Wie lange kämpfst du schon in der Arena? Ich mache das schon eine ganze Weile und darum bin ich auch derjenige, der das Preisgeld ausgibt. Ursprünglich wollte der Duke, dass ich mich darum kümmere, dass die Leute hier ihren Dampf ablassen können. Er dachte wohl, dass dann niemand auf die Idee kommt, gegen ihn zu rebellieren. Das hat nur bedingt geklappt, wie du jetzt weißt. Ich habe das Gefühl, ich möchte den Big Jim nicht als Anführer des Lagers hier sehen, weil offener Krieg und so schwierig eher nicht. Bring mir aber mal was bei. Etwas bei. Ich weiß, wie auf jeden Band Fall. Aber jetzt wissen wir, der ist ein Kampftrainer. Genau. Wir haben natürlich keine Lernpunkte übrig. Also, ich schau mal kurz in die Arena rein. Da hören wir nämlich, dass da gerade was passiert. Guten Tag. Ich werde hier warten. Die haben also wirklich Schwerter mit Kettensägen dran. Ich bin hier. Das? Moin, Falk. Big Jim. Wegen der Arena. Wegen der Arena. Wen kann ich herausfordern? Die meisten hier wurden von mir so verdroschen, dass sie sich hier nicht mehr blicken lassen. Aber ein paar Kerle lassen sich noch immer auf einen Kampf ein. Einerseits, weil sie auf ein paar Splitter hoffen und andererseits, weil sie sonst nichts können. Toll. An deiner Stelle würde ich mal mit Ike und Gunn reden. Ab wann kann ich dich denn herausfordern? Also Gunn ist übrigens auch einer von der Liste. Ab wann kann ich dich herausfordern? Und ab wann kann ich dich herausfordern? Sobald du mit den beiden den Boden gewischt hast und im Auftrag des Dukes handelst, lasse ich mich dazu herab. Vorher bist du es nicht wert, dass ich meine Zeit mit dir vergeude. Der hat nur Angst. Ja? Der hat einfach nur Angst. Also, ja, Regeln, das schenken wir uns mal. Ich denke mal, das ist einfach, das ist klar, denke ich mal. Schlagt ein, bringt euch nicht um. Und so weiter. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wo Ike und Gunn sitzen. Sind das hier die Toilettenhäuser oder warum ist das so außerhalb? Fühlt sich irgendwie nicht an, als gehörte das hier dazu. Naja, Ike und Gunn, die lümmeln hier höchstwahrscheinlich. Also die dürften eigentlich nicht weit weg sein. Vielleicht waren die gerade am Kämpfen. Das habe ich natürlich nicht geschaut. Moin. Ich werde hier warten. Ja, ihr seid auch nur. Aua. Ich bin auch ein ganz großer. Nein. Die Ratte da weggerollt ist für gut. Ike. Ich bin hier. Hallo, Falk. Da ist er. Oder? Das ist Gunn auf jeden Fall schon mal. Was hast du vor? Ich wollte mir nur mal angucken, was da so ist. Alles gut. Ah, der Neue im Fort. Genau. Habe mir schon gedacht, dass du früher oder später hier aufkreuzt. Ja, wo denn sonst? Auch wenn du echt Eier haben musst. Als niemand durch das Ödland. Respektable Leistung. Aber lass dich willkommen heißen. Guten Bei Tag. Den ganzen Arschgeigen hier sind ein paar warme Worte sicher erfrischend. Ja, das finde ich auch. Bist du immer so freundlich? Bist du zu jedem Neuen so freundlich? Nein, aber du erwischst mich an einem guten Tag. Bin vor kurzem zum Schlechter ernannt worden und das geht einher mit allerlei Annehmlichkeiten. Die
die da wären. Die da wären? Du ziehst die Leute ab, anstatt abgezogen zu werden. Außerdem ist es leichter, Verbindungen zu knüpfen, die dir lukrative Jobs einbringen. Und zu guter Letzt vertraut dir der Duke mehr, als er es sonst tun würde. Wenn du dir also Respekt verschaffen willst, mach es wie ich und kämpf in der Arena. Okay, also dass man nicht mehr so über den Tisch gezogen wird, das klingt schon mal nicht schlecht. Ich will mich mit dir in der Arena messen. Bist du sicher? Ich habe fast alle meine Kämpfe gewonnen. Und wenn du dir jetzt von mir die Beulenpest einfängst, dann kratzt das sicher an deinem Ego. Zumal ich dir keine Revanche einräumen werde. Das sagst du jetzt. Also verschieben wir unseren Schlagabtausch. Verschieben wir unseren Schlagabtausch. Geht klar. Und zwar Ende, und zwar einmal Pause und speichern und mal eben kurz schauen, wie wir ausgerüstet sind. Wir haben Ring der Stärke an, wir haben Amulett des Abenteurers. Das möchte ich nicht. Ich möchte Amulett der Geschicklichkeit. Dann können wir nämlich unseren Bogen benutzen. Und da steht Falk. Schleichst du etwa? Nee. Wer hat das gesagt? Schleichst du etwa? Wer sagt das denn? Darfst du das? Okay. Warum? Okay, ich hab nicht gehört. Also komisch. Naja, Gunn, ich, Arena. Ich will mich beide. Mit dir. Ja. Treffen wir uns in der Arena. Treffen wir uns in der Arena. Wie du willst. Ich habe dich gewarnt. Ich weiß natürlich nicht, ob wir auch nur den Hauch einer Chance haben. Ich glaube fast nicht. Steck die Waffe weg. Ich bin ja doch nicht so dumm, Freundchen. Dann lass mal sehen, was du kannst. Okay. Bereit? Bereit. Alter. Ich bin einfach mal fast tot. So. Das ist eine absolut valide Taktik. Das darf doch nicht wahr sein. Fühlt sich an, als hätte eine Horde Wüstenteufel mich plattgetrampelt. Ja. Da kann ich meine Belohnung bei Big Jim wohl vergessen. Aber da ich davon ausgehe, dass du noch gegen ihn antreten willst, schlage ich dir einen Deal vor. Warum? Ich will, dass er so richtig auf die Fresse kriegt. Und um das zu gewährleisten, habe ich ein Mittelchen, das dir den Kampf einfacher machen wird. Okay. Ich höre. Ich höre. Klären wir das lieber außerhalb der Arena. Es muss ja keiner hören, was ich dir unterbreite. Also bis gleich. Das ist jetzt eigentlich schon zu spät. Ich glaube, das haben alle gehört, dass du mir was unterbreiten willst. Das meinst du doch nicht ernst. Doch. Ich bin hier. Wir haben so gerade eben gewonnen. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen eng war. Aber egal. Moin, Big Jim. Wegen der Arena. Wegen der Arena. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Eigentlich nicht. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Eigentlich schon. Hier. 100 Splitter, sehr schön. Wir hätten eigentlich nicht gewinnen dürfen. Naja, ich rede mal mit Gunn. Was hat er denn für ein Mittelchen für uns? Das wäre super. Moin. Also, wie kann ich Big Jim schnell... Wie kann ich Big Jim schnell erledigen? Da mir durch den verlorenen Kampf eine Menge Kohle entgangen ist, kann ich dir natürlich nicht umsonst unter die Arme greifen. Natürlich nicht. 500 Splitter und wir sind im Geschäft. Und als kleine Entscheidungshilfe gebe ich dir Folgendes mit auf den Weg. Wenn du vorhast, uns beizutreten, führt kein Weg an Big Jim vorbei. Also solltest du mein Angebot annehmen. 500 Splitter, was gibt der uns denn? Ich sag mal, das ist es mir wert. Ich weiß natürlich nicht, ob es mir das wert ist, aber wir sehen. Das ist es mir wert. Sehr gut, Partner. Du weißt, wie man sinnvoll ein Geschäft abwickelt. Gib dem selbstgefälligen Arschloch das hier zu trinken und er hat nach ein paar Schlägen genug. Dieses Gemisch schmeckt wie der beste Schnaps, macht aus dir aber den größten Waschlappen. Er wird doch sicher misstrauisch.
Ach was, sobald er das Zeug nur riecht, vergisst er alle Vorsicht. Vertrau mir, er gibt immer den Unantastbaren, aber ist leicht zu durchschauen. Okay. Machen wir. Also, wie kann man sonst noch Splitter verdienen, weil ich bräuchte Geld jetzt. Das war teuer. Wie kann ich schnell ein paar Splitter verdienen? Das kommt ganz darauf an, wie viel du investieren willst. Ja, und warum sollte ich sie bei dir investieren? Und warum sollte ich sie bei dir investieren? Wenn du bei mir deine Splitter anlegst, wird es sich für dich bezahlt machen. Vergiss nicht, ohne Splitter landest du bald in der Gosse bei den Junkies. Also, wie viel Splitter machst du locker für ein paar gute Tipps? Gehen wir erstmal 50. Hier, mehr gibt es von mir nicht. Was? Ich weiß nichts von irgendwelchen Tipps. Hier, da hast du deine Almosen zurück. Och, Manu, wie viele haben wir eigentlich? Ich glaube, wir haben so gut wie nichts mehr, ne? 163, ja. Das ist nicht viel. Das sag ich mal einfach so. Ich weiß nicht, konnten wir... Ich glaube, wir konnten dahinter Gedingse, wie heißt er nochmal? Bei, nicht Big Jim, bei Black, genau, bei Black. Dahinter könnte man, glaube ich, schlafen. Das mache ich mal. Das ist eh so ein kleiner Tipp, den ich mir abgeschaut habe. Nein, das ist eigentlich völlig logisch. Überall, wo man schlafen kann, schlafe. Weil das heilt. Und das kostet nichts. Schlafen ist die beste Medizin. Das hat man schon früher gesagt. Also, dann schauen wir mal. Oh, ich habe... Mir fällt gerade ein, ich habe doch noch eine Liste, die ich mir anschauen wollte. Und zwar war das doch hier die alte Entlassliste. Geheimes Schreiben zur Entlassung einiger Offiziere in der Welt. Alle Individuen auf dieser Liste müssen unbedingt entlassen werden. Falls jemand versucht, sich zur Wehr zu setzen, verfahren sie nach eigenem Ermessen. Major Deans, Captain Giles, Captain Carter, Colonel, das heißt Colonel eigentlich, Colonel O'Neill. Dieses Schreiben ist nach Erhalt umgehend zu vernichten. Ich muss sie hoffentlich nicht noch einmal daran erinnern, diskret zu sein. Okay. Ich glaube, das hat nicht so geklappt. Glaube ich jetzt einfach mal. Zumindest haben wir die Liste gelesen. Wenn es geklappt hätte, hätten wir sie nicht gelesen. Ne? Liam? Ich suche jetzt noch, wer ist denn der andere nochmal? Wir haben hier Gunn. Und war das Gunn und Liam? Nee, oder? Nee. Ich weiß, von wem du redest. Achso, ja, dann erzähl mal, wie der heißt. Doch, dann war das Gunn und Liam, oder nicht? Ich schau mal einfach, ob wir da auch gegen kämpfen können. Guten Tag. Hey, du bist doch neu hier. Ja. Ich weiß nicht, ob man es dir erklärt hat, aber der Duke, also mein Boss, erhebt Steuern auf sein Territorium. Und ich, armes Schwein, darf sie eintreiben. Und weiter? Ich habe dem Boss schon oft genug erklärt, dass ich kaum dafür geeignet bin. Aber wenn ich ihm die Splitter nicht bringe, legt er mir einen Strick um den Hals oder hetzt mir meine Frau auf den Arsch. Du würdest mir also einen riesigen Gefallen tun, wenn du mir die Kohle gibst, ohne Ärger zu machen. Ich glaube nicht. Ich habe nämlich kein Interesse daran, als Krähenfutter zu verenden. Ich glaube dir kein Wort. Ich glaube dir kein Wort. Ich bin bis jetzt wirklich freundlich gewesen, aber wenn du mir die Splitter nicht freiwillig gibst, muss ich sie mir nehmen. Der Boss steht in der Sache ganz klar hinter mir, also leg es besser nicht darauf an. Jeder weiß, dass ich das tun muss und sie werden nicht zögern, mir dabei zu helfen, dir die Taschen zu leeren. Und ob du dann noch in einem Stück bist, wer weiß. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Du willst meine Splitter? Dann zieh deine Waffe. Hast du mir nicht zugehört? Die Jungs hier werden mir sicher zur Seite. Niemand wird dir zu Hilfe eilen. Du bist weder ein Kämpfer, noch hat dich irgendjemand beauftragt, Splitter einzutreiben. Aber... Erspar mir das weitere Theater. Okay. Ich gebe es ja zu, ich wollte dich nur abziehen. Ich verprasse die Splitter meiner Alten, um das Leben erträglicher zu machen. Und wenn ich nicht von Zeit zu Zeit die Kohle ranschaffe, schlägt sie mich zusammen.
Jeder bekommt das, was er verdient. Jeder bekommt das, was er verdient. Wenn das so ist, hast du aber auch nicht gerade abgesahnt. Ja. Immerhin siehst du genauso beschissen aus wie der Rest von uns. Also ich habe nichts davon erzählt, dass ich besser dran bin. Nur du bist ziemlich am Arsch. Naja, wer ist denn deine Frau? Bestimmt Chloe, oder? Erzähl mir mehr über deine Frau. Meine sogenannte Frau, Iron Madison, das Dreckstück, behandelt mich wie Abfall. Wegen ihr ist mein Ruf im Eimer. Jeder Penner lacht über mich. Als mein Vater nie noch am Leben war, lagen die Dinge anders. Vor dem hatten sie Respekt. Jetzt heißt es nur noch, seht, da ist Liam, Nies Sohn, die größte Witzfigur weit und breit. Ich sag dir, irgendwann vergifte ich das Weib und hab meine Ruhe vor ihr und allen anderen. Es tut mir leid, aber Iron Madison liegt mit auf der Liste, deswegen können wir die nicht töten. Eine Trennung kommt also nicht in Frage? Eine Trennung kommt nicht in Frage? Das Einzige, was sich trennen wird, ist der Kopf von meinen Schultern, wenn ich diesen Schritt gehe. Früher, ja, da hatte sie noch etwas, das man als sympathisch bezeichnen kann. Aber seit der große Boss und die anderen starken Kerle im Fort kein Interesse mehr an ihr zeigen, ist bei ihr eine Sicherung durchgebrannt. Sie konnte es wohl nicht ertragen, dass andere ihren Platz eingenommen haben. Und ihren Frust baut sie jetzt mit Schlägen ab. Wenn sie niemanden findet, schlägt sie den, der ihr am nächsten ist. Aber ich will nicht weiter über sie reden. In Gedanken bin ich eh bei einer anderen. Das kannst du doch nicht laut sagen. Tipp von mir. Nicht jedes Paar Brüste lohnt sich. Okay, vielen Dank. Tipp von mir. Okay. Mehr gibt es da nicht. Alles klar. Dann war Liam nicht der andere. Ich weiß gerade nicht mehr, wer der andere war, mit dem wir uns da unterhalten wollen. Also in der... wie heißt sie? Arena. Aber wir schauen, dass wir es rausfinden. Und zwar in der nächsten Folge. Ich habe ja gesagt, jetzt waren zwei kürzere Folgen, damit wir noch zwei Folgen schaffen. Wir haben einen Kampf in der Arena geschafft, das sogar ohne zu cheaten oder so. Wir haben den 5 Pfeile in den Kopf geschossen. Alles gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.